I am Ramses and this is the Bäckchen. I am Ramses and this is the Danke. I am Ramses and this is the Parkplatz in the Woods. This is a walk of fame to the arena. I am Ramses and this is a yellow gold watch. So, wenn ihr das nicht alles kennt, wenn ihr das alles nicht kennt und wenn ihr euch fragt, was das sein soll, dann müsst ihr mehr entweder Jackass gucken oder Dani der Dicke, beziehungsweise Dani Review, wie er ja jetzt heißt, aka Bisa Fan TV, aka Dani glaubt, aka ich hab so viele Namen, ich ändere den eh alle Woche, braucht er eh nicht merken, mit seinen lustigen Uhren Short-Videos. Haben wir Montag geguckt im Stream. So, aber willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, denn es ist Mittwoch. Normalerweise müsste ich heute Raider Mittwoch raushauen, aber Raider Mittwoch verschiebt sich schon wieder auf den Donnerstag, denn heute ist wieder Raid-Boss-Wechsel. Ich bin jetzt hier mal Richtung Wallraps gelaufen, gefahren, gemacht, getan, musste gleich tanken, muss noch ein Paket abgeben und hinten total versteckt, da vorne unten ist irgendwo eine Hauptstraße, da geht es Schleichwege rein, da fährst du dahinter, da oben ist schon das Waldende, hin und her ist hier eine Arena, an der habe ich noch nie einen Community Raid gemacht, da läufst du hier rein, läufst hier diesen Weg entlang, da geht es schon wieder raus, ist hier wie so ein Hinterhof und da ist einfach ein Spielplatz und dieser Spielplatz ist die Arena, sieht man auch auf dem Bild. Hier kann ich dann auch die Kamera hinhängen. Hier hängt ihr schon, also hier sind die Handys. Das sieht auch super aus. Brettle ist dabei, denn Regirock ist zurück in den Raids. Ich brauche keinen Regirock mehr. Ich habe Shinies, ich habe 100er, ich habe auf 50 gepusht, alles. Aber euch möchte ich natürlich zeigen, wenn wir das jetzt hier machen, in 11 Minuten geht der Community Raid los. Ich werde 10 Leute von euch mitnehmen, die sich im Community Tab eingetragen haben. Und wir werden trotzdem Regirock begrüßen. Braucht ihr noch das Shiny? Schreibt es mal rein. Braucht ihr sonst was? Schreibt es mal rein. Ihr seht jetzt hier, die Arena, die ist blau. In 11 Minuten geht es wie gesagt los. Spielplatz am Fuchsweg. Wir gehen jetzt aber mal hier in den Community-Tab bei YouTube, denn da habe ich den Raid gepostet. 11.20 Uhr Regirock Community Raid. Da konntet ihr euch eintragen, werdet dann geedit von den zwei Accounts, werdet eingeladen von den zwei Accounts und dann können wir zu 12 den machen. Hier sind auch die Koordinaten, wer vor Ort mitmachen will. Und ansonsten gibt es im Community-Tab natürlich auch eine Übersicht zu den Kontern. Das Ding ist vom Typ Gestein, hat als Schwäche also Boden, Kampf, Pflanze, Stahl und sogar Wasser. Da lernt sogar der Ramses noch was. Hier steht drei Leute rot. Es ist bestimmt sogar im Duo möglich. Ansonsten sagt mir Bescheid, wenn das nicht Duo ist. Ich weiß nicht, auf was sich diese Sachen beziehen. Ich denke mal auf Level 40 Spieler. Jetzt mit Level 50 Kondern und Krypto-Pokémon ist das vielleicht sogar mit weniger möglich. Ich werde wahrscheinlich nochmal Kampf nehmen. Denn wenn ich mir die Konder hier angucke, habe ich kein Katagami hochgezogen, weil ich keinen 100er habe und ich ziehe nur, nur 100er auf 50. 17,84, 22,30 sind die 100er Werte. Die könnt ihr euch merken. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wen wir einladen müssen, wer sich eingetragen hat. Wir haben Hikaru, Borki, Genaya, Deku, Henry Niki und Miku, Pogehan, The Badhead, T-Tomic und Monolog. Und dann kommt der Xiaomi, der die Videos mag. Aber leider als Nummer 11 und daher zu spät. Trotzdem Grüße an Xiaomi. Ich werde jetzt die mir hier alle notieren, hin und her adden und dann in 9 Minuten einladen zum Community Raid. So, es ist genau 11.20 Uhr. Ich gehe jetzt einfach mal hier auf die Ariba drauf. Versuche jetzt die Leute einzuladen. Irgendeiner ist schon da drin. Ich gucke einfach mal ganz kurz rein, wer das ist, der da drin ist. Da drin ist Jan Lange.
das ist ja schön, aber das bringt nichts, wenn der Jan Lange vorher die Arena, die Lobby aufmacht und dann keine Zeit mehr ist. Deswegen muss der Ramses zuerst rein, weil der Ramses lädt ja ein. Und jetzt muss ich es auch wieder privat machen, denn ich sehe, es ist schon wieder eine neue Lobby auf. Da steht eine 1 und ist schon wieder einer drin. Also muss ich rein und es dann öffnen, private Gruppe erstellen. So. Mal gucken, ob es der Jan Lange dann sieht, merkt, wie auch immer. Grüße gehen raus. Lad mal die 5 ein. Finde es ja schön, dass der hier mitmacht und unterstützt. Aber in erster Linie zählen die Leute. Oh mein Gott. Ich habe den T-Tobek geedet auf dem Samyang-Account. Der hat noch nicht angenommen. Ich kann ihn noch nicht einladen. Das heißt, vielleicht müsste ich mit meinem Hauptaccount raus und den T-Tomek vom Hauptaccount noch einladen. Weil der verlässt sich vielleicht drauf. Ich bin ja auf dem Hauptaccount, also egal. Aber ich habe auf dem Hauptaccount ja die ersten 5 mir aufgeschrieben und die zweiten 5 musste ich dann vom Ramses-Account, vom Samyang-Account machen. Oh, jetzt hat er immer noch die öffentliche Lobby offen. Jetzt muss ich wieder über den Gruppencode rein, dass ich in meine eigene Lobby zurückkomme, die er nicht sieht, weil er ja in seiner eigenen ist und versuche jetzt den T-Tomek nachträglich von meinem Fix einzuladen bei 50 Sekunden. Soll normalerweise nicht so sein, aber ja. Also, deswegen ist wichtig, ich schreibe ja hin, die 2 Accounts laden ein, bitte gebt euren Trainercode an. Und wenn ich einen adden muss, schreibe ich meistens dann auch im Kommentar nochmal als Antwort, bitte FA annehmen von Samyang, habe ich beim T-Tomic dann auch gemacht. Weil wenn ich mir die ersten 5 auf den aufschreibe und in den Zwischenspeicher einfüge und die anderen nächsten 5 Zwischenspeicher einfüge und dann sehe ich, oh, den einen habe ich nicht, dann adde ich den mit dem, bevor ich alle anderen von dem anderen nochmal ummodel und es ein riesen Durcheinander gibt, sind die dann auf beiden drauf, irgendwann, weil man ja dann mit beide geaddet hat. Hier habe ich jetzt Machomai Sumpex, Matze, Machomai. Das werden wahrscheinlich ein paar Krypto-Machomai sein. Also Kampf, Matze, das Terrakium auch mit Kampf, Sumpex mit Wasser oder auch Boden. Würde ja beides funktionieren, weiß ich jetzt nicht genau, sehen wir gleich. Ich glaube, ich habe meine Sumpex damals zu Bodenangreifern gemacht, immer ohne Aquahaubitze, weil ich die als Bodenangreifer gegen Heatran immer genommen habe. 6er Armee Sumpex hat damals immer geregelt, wenn man einen Heatran Raid hatte. Aber falls das ist, was die Mega-Entwicklung durchgeführt hat, hat es wohl doch Aquahaubitze, was ich dann über eine Top-Lade-TM dazulernen musste. Da war ich damals ein bisschen doof. Ich hätte mir einfach am Community Day die Entwicklung holen sollen. Dass ich die Attacke habe, über eine zweite Attacke dann halt Erdbeben oder irgendwas dazu. Aber ich habe damals gedacht, ach, ich brauche sie nicht nach dem C-Day entwickeln oder während des C-Days. Ich kann das schon vorher alles machen, weil ich möchte die eh als Bodenangreifer. Aber die Vielfältigkeit macht es natürlich besser. Jetzt seht ihr, der hat Aquahaubitze, der hat aber auch gleichzeitig Erdbeben. Schaffen wir es noch, das Erdbeben durchzubringen? Wahrscheinlich nicht, weil gefühlt einfach gar nichts lädt. Denkt dran, die 100er Werte, 17, 84 und 22, 30. Der dürfte jetzt keinen Wetterboost haben. Nein, der ist normal. Lassen das mal hier durchlaufen. Bin mal gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der T-Tomek noch drin war. Auf dem Kleinen habe ich 17, 39. Kein Shiny. Hier haben wir Gigant, Starläufer, Reisender, letzter Angriff und Stylish. Da werden wieder die Awards verteilt. Wir haben 18 Bälle. Der kleine Account hat 20 Bälle, aber die Arena war ja auch blau. Wird wohl daran liegen. Und jetzt stecken wir das mal hier rein. Oder schmeißen es einfach auf den Boden. Denn wir müssen fangen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der sich fangen lässt. Denn heute Abend ist ja auch die Raid Mania, wo ihr mich einladet. Eine Stunde lang. Und bin mal gespannt, wer wieder Raid Mania Punkte verdient. Und ob da vielleicht nochmal ein Shiny kommt oder noch ein zweites 100er. Ihr seht, Regirock ist ein Traum. Es ist ein Traum. Da kannst du jetzt gar nicht viel dazu erklären oder viel zeigen, aber Regirock, ich weiß schon, der fliegt nicht nach links und nach rechts, der macht keine Rückwärtssalto oder geht nicht in die Luft. Der ist sehr träge. Du wartest bei dem gefühlt 3 Jahre, bis der mal angreift, aber wenn du dann danach wirfst, der hat einen relativ großen Kreis auch, ist der eigentlich gut zu fangen, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt. Das Teil mit 17,57 hat jetzt hier 13, 15, 13.
Bis jetzt habe ich es eigentlich fast immer geschafft, alle in der Raid Mania zu fangen. Bin ich mal gespannt, was hier jetzt mit ist. Ich will mal ganz kurz hier reinschauen, ob der T-Tomek nun dabei war. Sieht man ja, ob wir eine Interaktion hatten. T-Tomek war drin. Das passt sehr gut. Und meine anderen fünf haben auch eine Interaktion. Das ist auch was, was die Leute nicht wissen, woran man erkennt, ob man schon eine Interaktion hatte oder nicht. Wenn eben um den Avatar so ein blauer Schimmer drumherum ist. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, mein Regirock, mein bestes, was ich habe. Regirock, das ist nämlich dieses hier, ein 100% Regirock auf Level 50 als Glücks-Pokémon. Deswegen bin ich mit dem eigentlich durch, brauche eigentlich nichts mehr. Können wir jetzt aber hier fürs Thumbnail so vielleicht reinnehmen. Und würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns in der Raid Mania heute Abend. Ich freue mich auf eure Einladungen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.